Und schon wieder mal Mahlzeit. Also momentan habe ich anscheinend doch wieder ein bisschen Lust, was zu spielen und sogar was aufzunehmen. Deswegen genießt es, solange ich da Lust zu habe. Vielleicht bleibt das ja auch wieder ein bisschen so, ich weiß es noch nicht. Ich habe ein lustiges Spiel gefunden, das heißt Exit 8, also Ausgang 8. Das ist so eine Art Puzzlespiel. Man rennt durch einen U-Bahn-Schacht und muss immer dieselbe, das ist hier so täglich grüßt das Murmeltier, deswegen musste ich so ein bisschen an Weihnachten denken. Man läuft immer wieder durch denselben U-Bahn-Schacht. Es kommt einem immer derselbe Typ entgegen, nicht immer derselbe. Und man muss Fehler finden. Also da sind Klamotten an der Wand, Bilder, so Werbeplakate und so, Türen. Und man muss eine Anomalie finden. Und wenn man eine Anomalie findet, darf man nicht geradeaus weiterlaufen, sondern man muss sofort umdrehen und zurücklaufen. Ja, was erzähle ich überhaupt? Ich denke mal, wir sollten mal anfangen mit dem Spiel. Ich habe es schon angespielt mal gehabt und angeguckt. Da gibt es unendlich viele Rätsel, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder Anomalien. Ich habe mit Sicherheit noch nicht alle gefunden. Also, aber das macht total Spaß. Also dazu gibt es auch wieder ganz lustige Musik. So, damit sind wir auch schon mittendrin. Bei dem Spiel selber ist keine Musik. Boah, die ist aber laut. Hölle, Hölle. Moment, da muss ich noch mal ganz kurz gucken. So, da bin ich wieder. Ich muss hier echt mal leiser machen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja tierisch laut. So, wir sind in dem ersten Flur. Da kommt der Knilch angelatscht. Zum Exit 8 geht es da raus. Ich habe ihn dann auch mal verfolgt, habe mal geguckt, was der so macht. gar nichts. Der steht da hinten da um die Ecke und hampelt mit seinem Handy rum. So, gut, ja. Oh. Aber wir müssen nach da. Und jetzt dürfen wir schon mal direkt, glaube ich, anfangen zu gucken. Also hier kann überall was sein. Das kann der Bodenbelag sein, das können die Bilder sein. Das sind die Türen, das ist das Schild da oben, das ist die Rückseite von dem Schild. Es ist alles. Ja, gut, ich habe ja noch keine Ahnung, was eine Anomalie ist. Also insofern würde ich mal sagen, geht los, ne? So, hier steht Stufe 0. Wir sind also dabei. Und da täglich grüßt das Murmeltier, kommt der König angelatscht. Auch der Typ. Also, ich sag, ich habe vorhin mal gespielt. Der sieht normal aus. Okay, hallo. Das interessiert ja noch gar nicht, was ich hier bin. Also, wie gesagt, der guckt auch nicht oder bewegt sich oder macht sonst oder krempelt mich an oder irgendwie macht gar nichts mit mir. Sieht alles normal aus, würde ich mal sagen. Türen sehen gut aus. Ich gehe mal weiter. Wenn ich alles richtig gemacht habe, kommt jetzt hier eins. Nein, habe ich anscheinend nicht. Ich habe hier was übersehen. Scheiße. Geht ja schon gut los, wa? Exit 8, das passt. Bodenbelag sieht gut aus. Der Typ sieht gut aus. Lüftungsschlitze sehen gut aus. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen, ey. Das ist so ein ekeliges Spiel, so komplex fies. Ich habe was übersehen. Ich muss was übersehen haben. Sonst wäre ich ja nicht nochmal bei Null. Das gibt's doch gar nicht. Lenkt die Musik mich ab oder was? Ich meine, ich habe schon mal gesagt, wenn sie natürlich jetzt hier irgendwelche Schriftzeichen verändern oder so, da kann ich natürlich nicht mithalten, weil das nicht so ganz meine Wellenlänge ist. An der Decke ist alles okay, der Bodenbelag sieht gut aus. Konkurs. Oder hier so, ich sag mal, so Schriftzeichen verändern.
Das sehe ich natürlich nicht. Hey, eins. Ich habe was richtig. Das ist irgendwie, ich sage ja, das ist wirklich untäglich grüßt das Murmeltier an. Darum kommt dieser Knick da an. Boden gut. Schild normal. Upsa. Tür normal. Das von der Seite auch normal. Ja, gut. Und wenn man dann jetzt gleich weitergeht und merkt auf einmal, Kacke, du hast das übersehen. Dann frage ich mich immer, was habe ich übersehen? Also. Zwei! Boah, Gott sei es gedengelt. So, da ist er. Also, ich sage, bis zum No-Smoking-Sign kann man immer ganz gut ohne Probleme latschen. Dann sollte man gucken. Dir geht's gut, ja, okay. Nee, das kann nicht sein. Dass ich jetzt hier schon den nächsten Durchgang habe, ohne. Turn back, turn back, turn back! Okay, wie läuft der auf dem. Da ist er. So, der stellt sich jetzt hier hin und guckt auf sein Handy. Und wir sind Stufe 3. Yippie. Turn back, turn back, turn back. Yes. Oh. Warte mal, forschen Schritt drauf, der Junge, wa? Das sind mir aber nicht original. Da hauen wir mal direkt wieder ab. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ach du Scheiße, da hinten steht was von der Wand. Das sehe ich von hier. Da ist eine Figur aufgemalt. Macht die was? Der verfolgt mich. Und wie? Hölle, Hölle, Hölle. Fünf. Oh. Oh. Hölle, das ist ja doch. Da habe ich jetzt aber gar nicht. Scheiße. Aber macht total Laune. Ich kann euch nur empfehlen, besorgt euch das Spiel. Ist, glaube ich, bei Epic Games zu kriegen auch. Es macht Spaß. Man muss also wirklich ganz genau gucken. Also wirklich hundertprozentig und keine Veränderungen übersehen. Das Problem ist, wenn man eine übersieht, startest du wieder bei Null. Toll, ne? Toll, toll. Wie man so schon sagt im Sauerland. Ich habe nichts gesehen und ich bin hoffentlich nicht. Nein, ich bin bei 6. So. Täglich grüßt der Kollege. Exit 8, wunderbar. Der sieht auch gut aus. Bilder sehen normal aus. Ich glaube, wenn man eine Anomalie gehabt hat, die taucht nicht nochmal auf. Also das ist jetzt nicht so nach dem Zufallsprinzip zwei Stück hintereinander dasselbe, sondern ich traue dem Ganzen nicht, ich traue dem überhaupt nicht. Habt ihr was gesehen? Wenn ja, schreibt mich an. Erik, du Vollidiot. Nein, ich hab. Oh,
Sieben. Ah, Graf Zahn, sieben. Ah. Könnt natürlich wieder fragen, hallo, ist hier jemand? Aber schwer zu übersehen, nicht wahr? So. Dann kicken wir mal, was noch kommt, wa? Der sieht auch gut aus. Exit 8 sieht gut aus. Hier fehlt eine Tür. Ja sicher, hier ist eine Tür zwischen. Guck mal da. Sind nur zwei Türen. Oh, auf, zurück. Steht der immer noch? Acht, ich bin bei 8. Seht ihr, da ist die Tür. Die hat mir nämlich vorhin gefehlt. Ich hab... das ist schon interessant. Also, wenn es wirklich offensichtliche Sachen sind, das heißt offensichtlich, aber wo man sich so denkt, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und das war mit der Tür, wenn ich Schwein gehabt, ne? Ich habe wieder nichts gesehen. Nix, ne? Komm. Versuchen wir's. Hilft ja nichts. Exit 8. Ja. Palim. Wir sind einmal durch. Boah, und das im ersten Anlauf. Hätte ich das lange gebraucht? Keine Ahnung. Ja, das war jetzt aber ein kurzes Vergnügen. Ganz ehrlich, das spiele ich mal nochmal. Hamel? Da war ein Hamel. The Exit 8. The Exit. Ah, super. Ich habe nur Exit 8 gesagt. Also, das Spiel heißt The Exit 8. Thank you for using the underground passageway. We apologize for any inconvenience this may cause you. 27 Anomalien, die ich noch nicht gefunden habe. Ey, 27, das sind eine Menge. Ich habe, wie viel habe ich gefunden? 5? Keine Ahnung. Ja. Will ich sie alle finden? Da ist er ja schon. Tut mir leid, ich bin zu langsam heute. Bin a bit late. Sorry, I'm a bit late. Ja, hier ist nichts. Türen sind alle da. Bilder sind auch alle da. Will er mich mit dem ersten Durchgang in Sicherheit wiegen und sagen, komm. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja nichts zu verlieren. Wenn ich jetzt bei 0 bin, bin ich bei 0. Vielleicht fange ich jetzt erst an. Ui! Na, das ist ja mal recht offensichtlich, würde ich sagen, ne? 1. Das macht mir richtig Spaß. Ich bin echt total... Oh! Total beeindruckt, begeistert. Sind das Gesichter auf dem Fußboden? Ja, sicher. Das ist aber nicht... Da ist original. Das ist nicht original. Guck mal. Wie viel haben wir jetzt schon? 25. Na, guck mal. Zwei schon wieder gefunden. Was habe ich denn jetzt gefunden gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Die hatte ich schon mal. Wenn man da jetzt dran vorbeiläuft, packen die einen von hinten und man ist wieder auf 0. Also, weg da. 3. Ich habe einen guten Lauf heute. Ich habe echt einen guten Lauf heute. Mhm.
oben drauf geguckt, habe ich nicht gesetzt. Türen sehen gut aus, alles normal. In der Decke klebt auch nichts irgendwie. Nein, alles gut. Ich würde mal sagen, wir gehen dann weiter, ne? 4. Nach 24 eine Anomalie, die ich finden muss. Leck mich fett, ey. Boden hatten wir ja schon. Bilder sehen gut aus. Der hat auch nichts auffällig Verdächtiges. Türen sehen normal aus. Decke hat keine Flecken oder sonstiges. Oh, okay. Oh, 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 das wird aber dunkel. Hölle, Hölle, Hölle. Oh. Da steht er schon wieder. Immer noch? Keine Ahnung. 23. Na, guck mal, es geht voran. Keine Langeweile, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Oh! Alter, was hatten die für Augen? Na, das ist eine Anomalie, würde ich mal sagen, oder? Ich habe echt einen guten Lauf, also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit mir selber. Danke. Exit 8. So, das sind die normalen Augen. Ja, auch gut. Ja, das sieht alles gut aus. Ich renne mal durch. Wahrscheinlich bin ich wieder auf Null. Nein, nein, nein. Ey, ganz ehrlich, ich bin so stolz auf mich. Nee, ich freue mich so, bis jetzt so erfolgreich zu sein. In Anführungszeichen. Also ist ja halt nur Spiel. Exit 18 gut aus, Lampen sehen gut aus. Du bist auch in Ordnung, Kollege. Oh, der macht dann immer so zwischendurch ein, wo man sich dann in Sicherheit wiegt, wo man sich dann denkt, ja gut, ne? Oder man sucht sich einen Wolf und findet nichts. Scheiße! Ich hab das übersehen! Oh, leck mich am Arsch! Und ich war gerade noch so stolz. Ja! Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie sagt man? Na, wenn die Lampen aber nicht mal gerade sind. Hochmut kommt vor dem Fall. Herzlichen Glückwunsch, Erik. Und wieder eine Lehrstunde in Philosophie. Das Problem ist, ich wüsste gerne, was ich übersehen habe. Aber das sagt einem das Spiel ja auch nicht. Deswegen, also. Ah, komm. 0 ist 0. 2. Oh, ich war schon bei 1. Tja, wenn ich jetzt wüsste, was ich da verkehrt gemacht habe vorher eben gerade, ne? Aber, wie gesagt, das, sagt einem hier keiner.
Eben komme ich mir so groß vor auf einmal. Ach, es ist nichts gewesen. Doch, es muss was gewesen sein. Scheiße. So. Gucken wir uns das noch einmal an. Ich werde mit Sicherheit nicht alle 28 finden. Dazu bin ich wahrscheinlich zu blöd. Hier geht's gut, okay. Macht er doch einen mit. Komm, wer Bock hat, macht noch einen mit. Ja, nicht, kann ja schon mal ausmachen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Ach ja, frohe Weihnachten. Oh, alle Bilder gleich. Das ist aber eine definitive Anomalie. Kurzen Moment. Aua. Moment. So. Falls sich mal jemand fragt, wo ich die Musik her habe. Diese Musik ist auf von der Seite taketones.com. Also taketones.com. Gibt es Kategorien, kann man sich aussuchen. Ist gratis Musik, kann man runterladen, kann dafür spenden. Oder eben online hören. Wie gesagt, das Ganze natürlich lizenzfrei. So. Boden gut, alles gut. Irgendwas stimmt da wieder nicht. Das ist so. Das ist ja, jedes Mal rennt in diesen Flur und sucht sich einen Wolf und denkt sich, ja, was ist denn jetzt hier anders? Aber dann ist gar nichts anders. So wie jetzt, meiner Meinung nach. Ich sehe nichts. Wir gucken. 3. Ich hatte recht. Entschuldigung, habe ich das gesagt? Ich habe recht? Nein. Ich habe nie recht. Ich habe immer nur Link. Nicht recht. Du siehst auch gut aus, okay. Ja. Schild von vorne, okay. Nee, das kann man nicht sagen, dass ich einfach schon wieder einen nächsten Durchgang habe, wo ich nichts. Irgendwas muss, hier muss irgendwas sein. Das macht mich jetzt. Ich hasse das. Ich hasse das, sowas, echt, das kann nicht sein. Das sieht aber alles. Das sieht alles normal aus. Alles. Kasten ist da. Wie gesagt, wenn sich hier an diesen Bildern natürlich mittendrin was verändert. Das ist natürlich sehr schwer. Aber da müssten auch schon massive Veränderungen sein. Ich finde nichts. Erik, du Arsch. Guck genau hin. Was hast du denn schon wieder nicht gesehen? 4. Gut. Oh. Schild da gut, Schild oben gut, Türen gut, knirrig sieht in Ordnung aus. Ja, ja, ja. Oh, was ist das denn? Da kommt ganz viel Wasser angeflossen. War das Wasser? Wahrscheinlich Blut. Das war wieder so ein Jump and nee, Run Scare.
vorne geguckt. Ja, jetzt ja. Türen sind auch alle da. Oh! Ah, das Schloss! Ja, guck mal, na, wenn das keine Anomalie ist. Sieht ja aus dem Bauchnabel, ne? Ich hab wieder was gefunden, ich bin so glücklich. Der steht immer noch da, geh weg. So. Wie viel habe ich noch? 18, du Scheiße. Ja, mache ich die doch durch? Ich weiß es nicht. Lust hätte ich ja schon. Also, hier wieder hier so, nö, toll, Erik hat alles geschafft. Dem geht's auch gut. Kurs. Man muss wirklich, man müsste sich so ein Schema machen, irgendwie, ich müsste mir so ein Zettel hier hinhängen, wo ich sage, so, reingehen, gucken, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Aber man geht jedes Mal rein und guckt irgendwie immer woanders. Also, ich habe jetzt schon fünfmal dieses gelbe Schild oben vergessen anzugucken. Und muss dann jedes Mal zurückrennen und das angucken. Hier habe ich schon. Ja, habe ich schon. Ich finde nichts. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Ja. Wenn ich nichts finde, weiter. 7. Oh, das ist wie eine Schulprüfung. Wenn man um die nächste Ecke kommt, freut man sich, wenn man weitermachen darf auf gut Deutsch. So, gelbes Schild sieht gut aus. Blaues Schild sieht gut aus. Rotes Schild sieht gut aus. Kollege. Sieht auch gut aus. New Open. Ich glaube, ich habe die gar nicht durchgelesen, dieses Schilder. Move Fest. Seht ihr das? Die Bilder werden größer. Na, wenn das keine Anomalie ist. Bali Pico kommen, müsste man mal gucken. Ne? Bali Pico kommen. Ja, das war's. Okay. Aber definitiv zurück. Backwards. Alter. 8. Ich bin wieder bei 8. Ich bin ja so glücklich. Es geht. Text, gelbes Schild, wunderbar. Kollege sieht auch gut aus. Die Augen sehen an der. Ah! Die bewegen sich. Ja, zurück. Schnellstmöglich. Komm, ich krieg die noch vor deinem Handy. 8. Ich hab doch gerade 8. Ich war doch gerade bei 8. Schild sieht gut aus, Lampen sehen gut aus, Kollege sieht gut aus, alles klar? Irgendwann kannst du auch mal zurückgrüßen, du Sack. Das war auch gut, ne? Ja. Ich kriege echt schon Kopf. Ja, das macht doch Spaß, das ist mal doch aktiv dabei. Ach, ich hab komische Geräusche gehört. Hier war nichts. Also wenn ich jetzt wieder bei 0 bin, ne? Nein! Ich kotze! Ich kotze! Noch 16. Das zieh ich jetzt zurück, ey. Ihr könnt mich alle mal. Hallo? Guckt ihr mich an? Das ist aber eine
schöne Anomalie. Man freut sich ja, wenn man beachtet wird, ne? Klar, guckt er mich an. Na, guck mal. Damit ist er noch 15. Geht's gut? Ja? Ja, guck mich wieder nicht mehr mit dem Arsch an. Wenn ich jetzt wüsste, was ich vorhin übersehen habe, ey, das würde mich so freuen. Aber ich glaube das nicht. Und das ist ja das Eklige an diesem Spiel. Man es sagt einem auch keiner. Dir geht's gut? Ja. Grüß nicht, also wie immer. Nicht. Boah, da ist so geile Musik auf diesem Gratis. Auf der Gratis-Plattform. Es gibt ja Leute, die mögen die bösen Onkels nicht. Und ich frage mich immer, warum nicht? Weil die einfach. Wenn man den Texten zuhört. Und wer immer noch der Meinung ist, die kommen aus der rechten Ecke. Ja, sie kamen aus der rechten Ecke, das ist unbestreitbar. Aber sie haben sehr schnell gemerkt, was die rechte Ecke für ein Dreck ist. Oh, was ist das denn? Ist das ein Gesicht? Ja, ja, ja. Pfui, Erik, guck mal. Hätte ich fast übersehen. Zurück. Ah, Kollege, weg da. Ich bin ja schon da. Dir geht's gut, wie immer. Ich vergesse es jedes Mal, danach zu gucken. Naja, es sind, wie gesagt, anscheinend über 30 Veränderungen hier. Tja, null, Wettenbar? Nein, nein, 5, yay. Geht's auch gut. Soll ich das jedes Mal fragen jetzt eigentlich oder wie mache ich das? Ja, muss ich ja, weil ich finde wieder nichts, ey. Mann! Das ist ja das Schlimme. Man macht sich dann echt Gedanken. Hast du jetzt echt das nichts gefunden? Und das Beste ist ja, wenn ihr es gesehen habt und ich dann stumpf weiterlaufe, so wie jetzt. 6. Kurz hast gedingelt, ey. Es ist ja auch nicht irgendwie offensichtlich, dass jetzt irgendwie man so doch mit diesem Knie vorne an der Wand. Oh, oh! Oder mit ihm hier? Der unsichtbare Dritte? Houston, wir haben ein Problem. Ich hoffe, das ist ein Problem. 7.
Oh, der Fußboden da, guck mal, ist komplett anders da. Ja, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag, was? Wie viel habe ich denn noch? 12. Na, guck mal. Sehe ich das echt durch? Ich meine, er gibt mir die Anomalien nicht mehr. Wie gesagt, er gibt mir immer die noch Verbleibenden. Oder Verbliebenen. Verbleibenden. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch einen schon nicht gesehen in dem Sinne. Ne? Klar. Türen gut, Gitter gut, alles gut. Lampen funktionieren. Hier ist auch alles gut. Boah, ich zieh durch. Acht! Ja, ich bin wieder draußen. Okay. Wie habe ich jetzt? 36. Nein, ich spiele noch ein bisschen. Kann man nicht. Kann man nicht. Nee. Kann man nicht verkürzen. Na dann. Aber ist das denn nicht schön, wenn ich mal was willst, Herrchen? Das ist ja wohl. Da kriegt man doch weihnachtliche Gefühle. Naja, es geht. Nein, diesen Teller habe ich, glaube ich, schon seit Dortmund, als ich in Dortmund studiert habe. Das heißt, der hat mich auch in meiner Adventszeit in Bückeburg begleitet und meine noch Frau hat ihn immer gehasst. Ich fand ihn immer total ätzend und hässlich. Ich habe das nie verstanden, weil ich finde ihn einfach schön. Aber, naja, ich meine, es hat ja einen Grund, dass wir uns getrennt haben. So, was habe ich gesagt? 12, ne? Das Schild sieht gut aus. Rückseite sieht gut aus, Tür sieht gut aus. Hier gibt es nichts, was mich stört. Gar nichts. Sieht alles normal aus. Ja gut, ist vielleicht wieder. Bin ich noch beim ersten Durchgang, ich Idiot? Ich bin. Boah, ich bin so blöd. Muss erstmal durchlaufen oder nicht einmal. Such mir hier einen Wolf. So, ab jetzt geht das los. Du geht das los, ne? Exit. Du bist auch in Ordnung, jawohl. Sieht gut aus, sieht alles gut aus. Jep. Ich fühle mich schon wieder verarscht. Ups, nein, ist aber richtig. Eins. Oh! Da ist eine offene Tür. Da steht jemand. Hallo. Hallo, hübsche junge Frau. Ist echt, ne? Immerhin lächelt sie. Also ist sie mir nicht böse. Aber das ist eine Anomalie. Und wir rennen zurück so schnell wie nie. Boah, jetzt fange ich unter zu reimen. Nein, das wollte ich lassen. Wunderbar. Wahrscheinlich ist es wieder einer von diesen Durchgängen, wo nichts passiert, nichts ist.
oder ich direkt wieder bei Null lande. Und das provoziere ich jetzt. Drei! Und noch 11. Leck mich am Arsch, ey. Nee, tut keiner, weiß ich. Also zumindest keinen, den ich lassen wollte. ja. Habe ich von vorne drauf geguckt, habe ich ja. Nicht. Jetzt. Die Lampe ist in Ordnung, Quatsch. Irgendwas stimmt nicht. Mann, ey. Schrecklich. Das ist genauso. Das ist so harmlos, aber das packt einen. Oh, 4! Es packt einen so. Man hat dann definitiv den Ehrgeiz zu sagen, ja, da kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich hier nicht durchkomme. Und ich habe natürlich jetzt den Ehrgeiz zu sagen, ich will alles finden. Alles, was das Spiel hergibt. Ihm geht's natürlich gut. Habe ich von vorne drauf geguckt? Ja, habe ich. Hier ist nichts. Habt ihr was? Bitte. Das wäre so schön. Ich muss mal demnächst Livestreams. Ich glaube, ich muss mal Livestreams machen. Dann könnt ihr mir direkt helfen und sagen, ja, Vollhorst ist doch da. Nein, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ei. Aber was und wo, das sagt mir wieder keiner. Ja, ihm geht's gut. Wisst ihr was? Ich bin der Meinung, wenn ihr alles wissen wollt, zum Beispiel die letzten 11, dann spielt's selber. In diesem Sinne, ich habe noch ein anderes Spiel gefunden, davon gab es mal eine Demo, die hat Chowie mal gespielt. Wie heißt es? Irgendwas mit Cocoon. Auch so ein Hide-and-Seek-Spiel. Ich habe es mir besorgt, ich weiß noch nicht, ob ich spielen werde. Ich habe mal mit dem Grandfather, bla bla bla, Christmas Adventure, noch was Kleines in der Tasche. Vielleicht mache ich noch was, ich kann es auch noch nicht sagen. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Zuschauen, schönen Advent weiterhin und tschüss.